Der Bärcode Shapai. Manchmal ein heiß diskutiertes Thema, insbesondere zwischen Shapai-Züchtern. Warum ist das so? Der offizielle Rassestandard des Shapai sieht eine maximale Felllänge von 2,5 cm vor. Der Bärcode Shapai hat eine Felllänge von über 2,5 cm und ist von der Zucht und Ausstellung ausgeschlossen. Seine Felllänge gilt als Fehler und ist höchst unerwünscht. Wie entstand eigentlich der Phänotyp des Bärcode Shapai, dessen Haarlänge, wie auf unseren Bildern zu sehen ist, unterschiedliche Ausprägungen zeigen kann? Hierzu gibt es zwei Theorien. Die eine Theorie besagt, dass der Phänotyp Bärcode Shapai durch Einkreuzen des Chow Chow nach dem Export der ersten Shapai aus ihrem Heimatland China im Westen entstand. Die zweite Theorie besagt, dass der Bärcode Shapai bereits aus Verpaarung der ersten Exportexemplare aus China in die USA hervorging. Heutzutage und nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist es möglich, durch ein genetisches Testverfahren den Shapai auf zwei verschiedene Haarlängentypen zu testen. Werden zwei Elterntiere, die Träger für das Lanka-Gen sind, verpaart, besteht die Möglichkeit, dass diese Welpen mit dem Phänotyp Bärcode hervorbringen. Wer von euch mehr über die genetische Testmöglichkeit erfahren möchte, schaue sich bitte den entsprechenden Link in unserem Text zum Video an. Trotz mancher Kontroversen findet der Bärcode Shapai seine Liebhaber und ist ein toller Begleiter in allen Lebenslagen.